Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Part vom Last Epoch Let's Play. Ja, am 4. September kommt das neue Update raus, 0.9.2, mit dem Rune Master, mit einer neuen Klasse. Ich hoffe, sie ist sehr gut ausbalanciert, fertig und ja, freue mich natürlich auch auf die anderen zwei Klassen, die noch angekündigt sind. Die werden wahrscheinlich auch mit einem weiteren Patch dann rauskommen. Ja, falls ihr den Livestream gesehen habt, das Video ist noch da. Also das werde ich natürlich da lassen. Ja, ist noch einige Zeit, es ging echt lange, bis es dann abgestürzt ist. Und ich hoffe, jetzt in einem Video wird es nicht mehr abstürzen. Ich habe es langsam raus, aber es ist mega komplex. Die ganzen vielen Hilfen im Internet gehen leider nicht richtig. Sie funktionieren also nicht. Und ja. Wenn jemand sehr gut im Technik ist, der soll sich bitte melden. Ja, ich brauche es einfach. Ich muss unbedingt Videos und Livestreams machen, damit es mir gut genug geht mit meinen Krankheiten und so weiter. Jo, und bin auch jetzt momentan echt hart am Sport machen. Ich muss unbedingt die Zeit haben und nicht irgendwie trainieren oder sowas. Also ja, auch keine Probleme haben zum Beispiel, oder? Also mit diesen Abstürzen habe ich schon mal viel Zeit verloren immer wieder, weil man einfach die Aufnahmen dann nicht hochladen kann, weil sie einfach abgeschnitten sind und so. Und jo, ich habe einfach momentan zu wenig Geld, um irgendwie eine Bearbeitungssoftware zu kaufen. Also ich kann nicht schneiden momentan. Ich kann momentan auch nicht irgendwie gut bearbeiten, dass es schneller geht. Und das kommen auch so wenige Videos. Aber genau deshalb will ich ja Livestreams machen. Und das ist immer so ein bisschen schwer abzuwägen, was soll ich machen, was nicht. Zum Beispiel meine Server von Minecraft, was ich ja jetzt eigentlich aufgehört habe, weil es einfach nicht gut funktioniert. Wir müssen die von Microsoft wieder mehr machen. Also alles fixen. Und von GTA Roleplay, oder? Und da ist jetzt momentan Lukas krank. Kann ich jetzt momentan auch nicht weitermachen. Weil er das meiste ja, machen kann und ich eher nicht wegen Zeitgründen. Kommen wir noch nicht so viel vor, aber dann gibt es auch wieder mehr Let's Plays, also Parts von Last Epoch und natürlich auch die Livestreams. Jetzt momentan müssen wir sowieso nicht so viel machen. Ich habe auch keine neue Klasse, einen neuen Bild, den ich machen kann, bis am 4. oder? Dann werden wir wieder einen neuen Rune Master anfangen dieses Mal. Also eben die neue Klasse. Und ja, ich schau dann mal, was so abgeht. Ja, falls ihr euch fragt, wieso ich jetzt momentan die Squirrels nicht spiele. Ja, es ist momentan ein extremes Resistenzproblem. Ich habe einfach nicht die gewissen Items, die mich genügend schützen. Dafür einfach ein bisschen Stärke gemacht haben. Aber das funktioniert halt bei... Ja... 100 nicht, also Corruption 100 nicht. Das geht einfach nicht. So, also scheinbar tut es momentan nicht abstürzen, dann wagen wir uns mal doch. Oder wir haben hier noch einen, genau, wo ich wichtig brauche, Idole brauche ich sehr. Hier haben wir noch ein Set, das hole ich aber nicht. Dann machen wir Timeless, wie heißt das? Ja, einfach dieses eine, wo man Legendary herstellen kann, diesen Dungeon. Um dann schon mal etwas Besseres zu haben. Oh, die sind stark, diese Schüsse. Ich habe wahrscheinlich wenig Void Resistenz. Ja, 49. Okay. Krieg einfach nicht genügend Items mit Resistenz. Keine Ahnung. Oder will sie einfach auch nicht tragen. Weil sie halt dann so sehr schwach machen. Ja, was brauche ich zuerst mal noch eine gute Waffe mit Bluten. Und dann wird es hoffentlich gehen. So, was ich im Livestream noch gemerkt habe, ich sollte nicht allzu viel diesen Shield einsetzen. Skate Shield Rush. Das ist noch wichtig, sonst habe ich zu wenig Mana plötzlich. Weil die Hämmer auch sehr viel kosten. Ich habe ja einen Ring rechts unten nicht an. Und den muss ich unbedingt wieder ankriegen. Ich dachte aber einfach noch diesen einen anderen Ring ausgerüstet. Ja. Mal schauen, wie es weitergeht mit dieser Klasse. Weil die ist schon stabil. Da will ich schon weniger sterben.
Sonst einfach nochmals die Squares machen, aber nicht T100. Also Corruption 100. Aber da kriege ich ja gar nicht gerade gute Items über, weil, ja, ich halt nur für diese Klasse dann die Items sehe überhaupt, wie die fehlte. Doch lieber diese Klasse weitermachen, bis es nicht mehr geht. Ich denke, es wird aber weitergehen. Also, wenn ich jetzt schon so viel Blutschaden mache oder gut viele Treffer, heißt viele Blutstacks, viel Blutschaden, dann ist es natürlich einfacher mit dieser Klasse vorwärts gehen. Nur habe ich hier gerade sehr viele Profanflash. Ja, was ist eigentlich der Runenmaster? Der hat ja wie bei Diablo 2 Sacred Fran, glaube ich, und so. Also Runen dann auf dem Boden, die schaden den Gegner. Sind wahrscheinlich zufällig dann irgendwo am Boden. Gibt viele Auren wahrscheinlich. Und jo, es hat eher mehr Magier wahrscheinlich. Also die machen Magie-Schaden dann eher. Bin ich manchmal gar nicht so toll, wenn so Sachen auf dem Boden malen, dann einfach Magie sind, oder? Weil es im Real Life ja eigentlich dann auch noch nicht Magie sind. Wenn man irgendwas auf dem Boden malt mit Schwarzpulver oder so und das hier anzündet. Ja, hat man halt früher so in den östlichen Ländern halt gemacht, um Gegner abzuschrecken oder so. Irgendwie so etwas. Vielleicht auch in den nahöstlichen Ländern irgendwas gemacht mit denen. Aber mehr kennt man halt noch nicht so gut, wenn man nicht irgendwie gelernt ist über solche Völker oder so. Freue ich mich aber. Also es ist auch eine interessante Klasse. Hab's aber irgendwie früher nicht gerne gespielt. Mittlerweile sicher sehr viel lieber. Zum Beispiel Grimdawn hat ja Mods und so. Und dort in den Mods, glaube ich, hat es diese Zeichen auf dem Boden. Freue mich drauf, aber ja, es war wahrscheinlich etwas Neues. Das ist wahrscheinlich auch cool. So, bin mich mit ein bisschen mehr am Konzentrieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde immer mal ein paar Fanflashes getroffen und ein wenig Leben. Und von diesen großen Stieren, die man auch manchmal schaut. So, wir haben das. Gut. So, abgeschlossen. Ja, aber ich bin deutlich zäh. Ich habe nicht mehr so viel Angst vor dem Tod. Ah, oh, Void Damage, aber Bleed Duration ist eigentlich ziemlich cool. Oder mehr Stacks, weil sie weniger schnell weggehen. Shred Armor, Fire Skills ist auch nicht gut. Mal Pavarena Blanc, finde ich. Den kriegen wir halt irgendwie nicht hier hin. Also Bleed on Hit brauche ich schon auch noch natürlich. Das bringt ein bisschen mehr, glaube ich. Aber den mal einfach rüber tun. So. Und wenn wir Level 76 sind, machen wir Bleed Damage over Time. So ein Chance to Bleed on Hit. Wie viel haben wir? Können wir das irgendwo nachschauen? Wie viel Blut on Hit haben wir? Damage over Time. Noch nicht so viel. Ist irgendwie nicht drin. Ich habe übersehen. Otter. Der Otter. Er läuft herum. Bleed Damage, Bleed Chance. 272%. Das sind fast 3 Stacks pro Schlag. Das ist genügend. Dann holen wir die Axt. Ah nein, da haben wir das Schild nicht. Oh. So, was haben wir gesagt? Müssen wir noch ausrüsten? Das nicht. Ja, das wahrscheinlich. Oh nein, das da. Genau, das zu zwei, noch zwei machen. Und hier müssten wir eigentlich das nehmen. Und das da oben. Also ich schaue mal kurz nach. Ihr seht das nicht. Ich kann aber Bildschirm übertragen kurz. Seht ihr das immer noch nicht? Hey, ich habe Bildschirm übertragen. Ihr solltet den Browser sehen. Da stimmt irgendwie etwas nicht. Ja, OBS ist mega verbuggt. Okay, irgendwas klappt jetzt. Ah, jetzt ladet es endlich. Das Internet ist irgendwie schwach gerade, habe ich das Gefühl. Ja, wo ist jetzt dieses Skill? Was war es für ein Skill? Der da. 1, 2, 4, 5. Wahrscheinlich das 5, ja. Okay.
Dann habe ich es. Sehr gut. Also, dann kann ich natürlich gleich noch das Timeless Dungeon machen. Was ist das mit Bleed und Hit 37? Soll ich das Schild mal nicht ausrüsten? Ich bin jetzt mal am Fragen, weil das braucht hat. Es gibt halt auch viel Bleed. Penetration, nein, das ist zu wichtig. Also diese Axt ist nicht gut genug. Könnte sie eigentlich wegwerfen, weil ich sie wahrscheinlich gar nicht gebrauchen könnte. Habe ich genug Geld? Nein. Kann ich die irgendwo hier reinstellen? Kann ich die jetzt hier reinstellen? Habe ich's. So. Und dann gucken wir kurz, wo denn das ist. Das ist bei Ruined Era. Dein Sanctum ist das Wort, was ich nicht mehr wusste. Ja, wir haben das mal, ich glaube im Mai oder April noch gemacht. Und da ist ja das Spiel dann immer wieder abgestürzt. Jetzt hoffe ich, es geht. Aber den Schlüssel müssen wir noch kurz finden. Ja, Temporal Sanctum. Also nicht Timeless, sondern Temporal Sanctum. Ja, ja. Server-Error. So, ich freue mich drüber und wenn es auch nicht abstürzt, dann freue ich mich noch umso mehr. Ich werde es aber... lol. Ich muss hier rein. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn es die Zeit ändert, oder? Das weiß man dann nicht sofort. Und ich habe das Gefühl, nur in dieser Schattenzone sind Gegner. Nein, sind beiden dann Gegner. Ja, das sind die Gegner da. Die eigentlich am Anfang viel zu zäh, also der Boss ist viel zu zäh. Mag ich nicht so, die sollten es mal wieder ein bisschen verändern. Also, ja. Nach 3 Jahren, wo ich Last Epoch spiele, habe ich so das Gefühl, sie sollten sich wieder mehr ums Balancing kümmern. Weil alles andere ist ja eigentlich top, oder? Das ist einfach noch wenig Content da und so. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich fühle mich momentan schon viel besser. Jetzt, wo eigentlich auch die Dungeons mal weg sind, die Crashs weg sind und die Dungeons einfach mal machbar sind. Ich komme jetzt gerade hier auch nicht irgendwie gut durch. Hier oben durch. Nicht so viel Schaden machen, bitte. Also ja, glaube ich, die großen Schlangen machen nicht so viel Schaden. Ist gut. Irgendwie ist der Bleed, ja, weil ja natürlich auch T1 nur ist, ja. Der Bleed ist irgendwie sehr stark jetzt momentan. Die Gegner sind schwach. Bin ich zu stark, seid ihr zu schwach, lieber Gegner. Ich fühle mich irgendwie gut, aber will ja auch nicht unbedingt so sehr angeben bei Gegnern. Die sind ja immer irgendwie speziell auf irgendwie einen Stärkegrad ausgerichtet. Und T1 ist eigentlich direkt nach der Kampagne. Nur habe ich die Kampagne noch nicht fertig mit diesem Charakter. Ist ein bisschen verwirrend. Ja, wie komme ich jetzt hier hoch? Da ist es gleich mal. Ich mag Labyrinthe nicht. Ja, in letzter Zeit eben, ich habe mehr Sport gemacht, weil ich einfach nicht fit bin. Vor allem das Wetter macht mir Probleme. Ich will lieber drinnen bleiben und mit euch Let's Playen und Livestreamen. Aber ich hatte gestern echt wenig Zuschauer. Die Zuschauer wollen halt nicht, dass ich so Max bin, oder? Vielleicht eher nicht gerade, aber ich kann es verstehen. Soll ich Exalted Amulets? Brauche ich das? Nein. Exalted Weapons, ja. Okay. Sehr gut. Also das größte Problem ist einfach, ich bin nicht gesund genug fürs Livestreamen den ganzen Tag. Ich mache Videos, wenn es mir gut geht. Und das heißt einfach, ich kann nicht so viel bringen. Ich versuche es. Es wird besser. Es werden wieder mehr kommen. Aber ich möchte vor allem einfach GTA Roleplay livestreamen. Da ich dort einfach mit euch, Kollegen, allesamt, dann... das geht manchmal echt lange. Das ist zum Laufen. Klingt gut. Dass ich einfach mit euch zusammen irgendwas spielen kann,
was halt ein Leben ist oder ein Leben abseits meiner Krankheiten, meinem Stress und so weiter. Und das kann ich natürlich in GTA 5 am besten, oder? Und auch mit einem eigenen Rollenspiel selber, weil ich da die Regeln sehr einfach für euch machen kann. Also wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne manchmal dabei sein. Und wenn ich jetzt niemand habe, der mit mir spielen will, dann kann ich mit euch Last Epoch zocken oder andere Spiele. Also kein Problem, gell? Aber ich will das halt ein bisschen Vordergrund bringen, weil ich das eigentlich schon seit 2016 machen wollte, aber nie das Geld hatte für einen großen Server. Ich habe es ja immer selber auch versucht und kam einfach nicht vorwärts. Und eigentlich möchte ich ja einfach Leute haben, die mir auch ein bisschen helfen können, damit wir zusammen stark sein können. Gibt es einfach zu wenig. Viele haben einfach viel zu wenig Zeit oder zu wenig Lust. Und ich versuche einfach mit ein bisschen mehr Größe, mit ein bisschen tolleren Rollenspielprojekten und so einfach auch weiterkommen zu kommen. In Last Epoch, oder? Das muss ich mehr zugeben, aber wie es einfach nicht ist. Es ist wie ein Teufelskreis und einfach nichts Anständiges machen kann. Weil ich habe tolle Geschichten, ich könnte eben eigene Spiele oder Bücher machen, aber ich habe einfach die Konzentration und die Zeit nicht, oder? Da brauche ich andere Leute. Und zusammen könnten wir etwas Großes eigentlich erreichen. Es muss nur jemand einfach mal Lust haben. Aber in letzter Zeit, was die Leute immer berichten, oder so mit der Weltuntergang und alles Mögliche, mit der globalen Erwärmung, mit den Streichen auf der Straße, die will ich gar nicht wissen, was die machen oder wieso sie es machen. Will ich einfach nicht, oder? Diese Kleber, Klimakleber. Für mich sind das einfach Streiche, also Leute, die einfach herumhocken und nichts machen, den Verkehr aufhalten. Und sonst nichts. Es stürzt echt nicht ab und ich hoffe jetzt nicht beim Boss oder so. Ich glaube, jetzt kommt der Boss. Aber es kommt nochmals eine Gegend. Komm, mach mal weiter. Ja. Okay, jetzt kommt der Boss. Stay behind. Was ist das so zum Zurückgehen? Also, die Leertaste ist unser bester Freund. Und jetzt ist sie weg. Ja. Muss ich irgendwo hin? Nein, ich hab sie weg. Boah. Was muss ich eigentlich machen bei diesem Boss? Da muss ich unbedingt wissen, sonst kriegt sie mich. Oh, das ist schwer hier. Ich darf nicht wechseln, Mamta. Jetzt muss ich aber wieder wechseln, damit hier wieder frei ist, okay. Die Gegner. Entwickler, die wollen unbedingt, also sind unsere Gegner, nie dem Entwickler glauben. Das sind böse Gegner. Die sind immer böse zu uns. Boah. Ich bin verwirrt, ich bin echt verwirrt. Jetzt muss ich aber wechseln wegen dem großen Angriff. Was muss ich machen? Ich will, dass du Schaden bekommst. Jetzt muss ich wissen, was es hier einsetzt. Damit ich wieder wissen kann, aber... Ich frage mich echt, was ist das für ein Bosskampf, nur zum uns aufhalten? Sind wir einfach zu wenig stark, oder? Oder geht irgendwann mal was? Also, kann ich da mal Schaden machen eigentlich mehr? Sie wechselt einfach zu sehr. Ich komme kaum mit diesem Bild zum Schaden machen. Ich muss einfach diese Teile ändern. Kaputt machen. Als ich mal reden, so konzentriert bin. Die hat irgendwie ihre Freude beim Wechseln, beim Nachkommen. Wo ist sie denn? Das geht schon, aber. Oh, die hat noch Schaden gemacht. Der Wechsel geht einfach nicht so schnell genügend. Das muss ich vielleicht ein bisschen schneller. Aber so geht's eigentlich gut. Jetzt muss ich wissen. Man sieht so schlecht, wenn man wechseln muss. Also der Boden ist einfach ein bisschen heller. Okay, jetzt kriegt sie schon.
Aber wir müssen wechseln. Jetzt noch dem nächsten Mal treffen. Ist wahrscheinlich tot. Oh, was ist das für ein Angriff? Gibt keiner Schaden. Das ist jetzt eigentlich wieder volles Leben. Habe ich irgendwas Falsches gemacht? Hm. Ich muss näher ran, dann treffen. Hammer. Oh, ich habe wieder gewechselt. Ich hätte noch dort bleiben sollen. Jetzt ist sie weg. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Wohl verwehren gewesen. Wenn man das einfach noch nicht gemacht hat, dieser Ring, der brauche ich irgendwo. Also Damage over Time ist best. Nehmen wir auch mit. Ja, weitere Resistenz nehmen wir auch mit. Wenn das schon zusammen mit dem Throwing Ding ist. Und ich freue mich riesig, dass jetzt endlich mal ich auch das Problem mit den Abstürzen bereinigt habe. Aber ich darf nicht vergessen. Ja, wie geht das? Hä? Kann ich das noch nicht machen? Da. Ich brauche jetzt einen. Ja, das Schild. Also brauche ich ein Schild. Ein Block. Kann ich jetzt das noch nicht machen? Also ich muss noch mal wechseln. Ja, okay, ich muss noch mal wechseln. So. Was? 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 Ist auch 51? Lol, die wollen das einfach nicht, dass mir das früh genügend. Also, dann machen wir doch ein Level 5. Da ist ein Level. Das hat Spell Damage, das will ich noch nicht umwandeln. Also, ich möchte das Buch. Eines der Bücher hat. Ja, nein, nicht. Das hat zwei, Mist. Eines von diesen Büchern wollte ich nehmen. Das hat zwei Potenzial. Kann man das irgendwie nachschlagen? Moment kurz. Ja. Also die mit Legendary Potion Potenzial. Ja, dann mache ich einfach den hier, den brauche ich öfters zum Leveln. Oder der hier für den anderen Beet, der ist zu hoch. Hm. Ich glaube, ich nehme lieber die Rüstung, weil ich die Rüstung eigentlich zum Leveln gut gebrauchen könnte. Weil andere Sachen sind einfach zu hoch. Ich muss also eine Rüstung umwandeln. Und jetzt müssen wir noch kurz schauen wegen einer Exalted-Rüstung. Ich glaube, die habe ich gar noch nicht so viel gefunden. Müssen wir ein bisschen besser suchen können. Upreval werde ich wahrscheinlich nie einsetzen, aber das ist einfach das Falsche. Seine Primalisten-Rüstung. Eine 16 Strange, komm. Bin ich. Ist zu hoch. So ein Mist, dass man das alles. Oh, muss ich das noch ordnen alles? Muss ich noch T-Level ordnen oder so? Damit ich überhaupt etwas finde dann. Ich werde, denke ich mal, während dem Livestream, wenn viele zuschauen, viele reden, eigentlich immer dann ein bisschen ordnen, dann kann ich eben Fragen beantworten, ohne abgelenkt zu sein. Und dann ordne ich währenddessen. Und dann geht es auch schneller und angenehm für mich. Ich hasse nämlich Ordnen. Sonst muss ich jemand irgendwie Zugriff haben zu meinem Konto und so. Ich kann ja Leuten nicht so gut vertrauen in letzter Zeit. Ja, im Real Life sind die Leute nur noch am Hinterziehen. Also wirklich am böse Menschen verachten und hintergehen. Ja, hintergehen ist eher das Wort. Hinterziehen ist ja eher das Geld. Ich habe gar keine Rüssi. Wie soll ich irgendwas um... Aber ich habe ja jetzt Zugriff auf C2. Das heißt, Potenzial 2 könnten wir noch machen. Hier habe ich schon mal ein paar. Aber geht das auch hier? Ich will jetzt einfach mal eine Legendary endlich mal machen können. Geht nicht. Ist es auch zu hoch oder was ist los?
Ich habe keine andere Rüssi mehr. Wenn die eine Rüssi nicht geht, dann geht gar nichts. Okay. Ist mir egal, ich mache es einfach nicht, weil ich es einfach auch nicht machen muss. Es ist eben zu schwach. Ja, und wo soll ich jetzt diese Rüssi? Ja, also wir müssen Geld verdienen zuerst, damit wir mehr Slots freischalten können. Und dann mache ich mal einen Livestream, wo ich einfach auch ein bisschen sortiere, ein bisschen hoch die Monolithen machen tue. Und ich tue vor allem in den Parts, in den Videos dann Dungeons machen. Ich tue ja, die Exalted wieder, also diese Corruption halt wieder machen über Level 50. Wie heißen sie? Ja, ich kann die Wörter jetzt gerade nicht so. Und ja, machen wir einfach den Dungeon auf T1, wenn der nicht geht, oder? Weil ich jetzt momentan nichts machen kann. Ich könnte aber nochmal versuchen. Ah, das ist halt immer so ein bisschen schwerer. Da, dieses Buch. Da habe ich sicher noch ein Buch, das weniger exalted ist, also hoch T-Level, also ja, E-Level hat. Finde ich jetzt aber auch gerade nichts. Ja, das haben sie zu schwer gemacht. Das sollte ein bisschen flexibler sein, dass man alles eigentlich ein bisschen Elemental Resistance und dann fast nie. Das geht auch nicht. Unsealed. Es muss einfach mehr von diesen Bonis geben. Wie kann ich denn das machen? Weil ich finde ja eigentlich immer nur diese 3 Sealed und vielleicht auch 2 Sealed. Welche Echos muss ich dann machen? Ja, es ist einfach noch zu früh. Es ist noch zu früh. Das hat auch nur 3. Hey, aber wenn ich das nehme, dann geht's doch nicht. Es muss genau 4 sein. Es kann nicht weniger, es kann nicht mehr sein. Es muss 4 Boni sein. Okay. Verstehe. Also, wir machen das einfach, wenn es geht. Wenn das Spiel auch will, dass ich dann genug weit bin und so. Aber hey, das ist ja mega nervig. Wenn ein Spiel zu sehr irgendwie eingeordnet ist in so geht's und so nicht, dann machen Spiele nicht Spaß, weil du eigentlich immer dann irgendwas nicht hast. Für viele, für hunderte, also für 99% von den Builds, die so im Internet herumhängen, habe ich einfach die Items nicht, oder? Es geht nicht. Wo bin ich jetzt hier? Ich bin Akt 8 plötzlich. Lol. Ich bin einfach in Akt 8. Obwohl ich den Eichtyp-Ding noch nicht gemacht habe. Lagon. What the fuck? Ich bin erst hier irgendwo. Das ist eigentlich das Keepers Camp. Hä? Ich war hier, aber hier noch nicht. Hier war ich ja noch nicht. Ich bin irgendwo hier. Ich bin in Akt 7. Ja, Akt 7. Deep Harbor bin ich noch nicht. Also wieso habe ich jetzt eigentlich... Wieso habe ich jetzt den 8. Akt vor dem 7. fertig und 8. noch nicht fertig, schon den 9. Akt? Hä? Okay. Ich muss nicht rauskommen, aber das Spiel will es halt so. Also, und jo, was haben wir jetzt eigentlich für Zeit? 29, also sehr gut. Jo, ich könnte auch kürzere Parts machen, aber das wollt ihr wahrscheinlich nicht. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ich alles im Let's Play machen soll und was alles im Livestream machen soll. Und im Livestream immer schreiben, wenn ihr nicht Spaß habt am momentanen Content oder am momentanen Spiel, einfach schreiben. Bei mir dürft ihr alles schreiben. Gut, also dann danke ich schon mal wieder für einen neuen Part. Und ich hoffe, es kommt kein Crash mehr und auch, dass ich mehr Zeit habe. Ich freue mich auf euch, danke fürs Zusehen und viel Spaß noch heute und morgen und übermorgen. Tschüss!